schön. Ja, aber filigran gespielt. Hier dieser Schleißball, Rückhandseite, lang. Hat er gut Zeit, nach vorne zu kommen. Später am Ball, Boris Becker. Ein bisschen zu spät reagiert. Dann wirft er ihn ein Stück zu weit hinten. Und der Fehler ist passiert. Das ist das, was ich zuvor mal ansprach. Becker ist Grundlinienspiel deutlich stärker geworden. Ich kann jetzt ein bisschen länger warten, bis er solche Schritte durchzieht, ansetzt. Aber das neunte Spiel geht dann letztlich doch an Stempel. Wird 5-4. Weltmeisterschaft in Frankfurt. Dann das Davis Cup Finale in Moskau gegen die Russen. Und dann geht es nochmal nach München zum Abschluss zum Compact Grand Slam Cup. Das dann wird er nach Hause fliegen in sonnige Florida.
ist er wieder hängen geblieben. Hat der Schritt nach vorne gefehlt, der entscheidende. Und diesen Ball nicht so tief spielen zu müssen. Leider immer wieder das Gleiche. Er kommt ein bisschen zu langsam nach vorne, Boris Becker. Muss einen unangenehmen Ball spielen und ist hergerichtet für den Gegner zum Passierball. Fünfte Ast von Boris Becker und der Ausgleich zum